Ja, unser Herz kann einfach so stehen bleiben. Der Herzstillstand ist letztlich die Ursache des plötzlichen Herztodes und wird hervorgerufen durch Herzkammerflimmern, was dazu führt, weil das Herzkammerflimmern, wie der Name sagt, so hochfrequent ist, dass es nicht mehr zur geordneten Kontraktion des Herzmuskels kommt und damit sozusagen die Versorgung der Organe, insbesondere des Gehirns mit Sauerstoff, plötzlich unterbleibt. Es kommt zum Herzstillstand, zur Bewusstlosigkeit, zum Tod, wenn keine Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. In den allermeisten Fällen tritt ein sehr plötzlicher Bewusstseinsverlust ein, also ohne Vorboten. Ja, schwarz werden vor Augen, Bewusstseinsverlust, ohne dass sich das ankündigt. Es kann natürlich sein, dass, weil der Herztod, der plötzliche, eben in der Regel auf dem Boden von Herzerkrankungen stattfindet, dass es schon Symptome von Herzerkrankungen gab, wie zum Beispiel Luftnot, Brustenge, als Vorboten für den plötzlichen Herztod. Das eigentliche Ereignis kommt dann plötzlich und unvermittelt, in der Regel ohne direkte Vorboten. Also die Vorbeugung des Herzstillstands heißt eigentlich Prävention, heißt durch gesunde Lebensweise, durch Vermeidung von Risikofaktoren, Herzerkrankungen, Herzinfarkte zu vermeiden, um damit das Risiko eines plötzlichen Herztodes auf dem Boden von Herzerkrankungen zu reduzieren. Es ist also eher eine Frage der dauerhaften Lebensführung bzw. der Einstellung von Risikofaktoren durch Ernährung und durch eine Medikamentenbehandlung. Wie sich das anfühlt, ja, es ist der plötzliche Bewusstseinsverlust, es ist Schwarzwerden vor Augen, es ist wirklich dann so, dass das Licht ausgeknipst wird, das muss man so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.